Heute mache ich Orangeneierlikör. Dafür schäle ich zuerst eine Bio-Orange, lege die Schale zur Seite und presse im Anschluss die Orange aus. Nun kommen 110 Gramm Zucker in den Mixtopf. Dazu kommen die von eben abgeschnittenen Orangenschalen und beides wird pulverisiert 30 Sekunden auf Stufe 10. Den Orangenzucker vom Rand des Mixtopfes nach unten schieben. Und dazu kommen dann 180 Gramm Sahne. Gramm von dem Orangensaft ein Teelöffel Vanilleextrakt und 120 Gramm Korn. Fehlen zum Eierlikör noch 3 Eier. Alles 9,5 Minuten auf 70 Grad und Stufe 4 vermengen. Damit keine Stücke im Eierlikör bleiben, siebe ich alles nochmal durch und fülle es in saubere Flaschen ab. Alles im Kühlschrank aufbewahren. Viel Spaß beim Nachmachen und zum Rezept kommt ihr unten in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen!